Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schön sind Sie wieder dabei. Ich begrüße Sie zu unserer vierten Veranstaltung der Zürcher Volkswirtschaftlichen Gesellschaft, ZVG. Mein Name ist Patrick Frost. Ich werde Sie als Präsident der ZVG durch die nächste Stunde führen. Aber jetzt möchte ich unsere beiden Gäste hier vorstellen. Und bevor ich das tue, möchte ich mich allerdings nochmal bedanken, dass wir hier im Swiss Re Global Center of Global Dialogue sein dürfen. Ja, und unser Referent heute gehört zu den renommiertesten Klimaforschern überhaupt. Er beschäftigt sich intensiv mit der Entwicklung von Klimamodellen zur Simulation vergangener, aber auch künftiger Klimaänderungen und bestimmt aus Tiefbohrkernen, also bis wirklich so weit, dass man bis 800.000 Jahre in der Vergangenheit die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre messen kann, approximieren kann. Die Rede ist von Professor Thomas Stocker, Professor am Physikalischen Institut der Universität Bern. Er leitet seit bald 20 Jahren die Abteilung für Klima- und Umweltphysik mit 65 Mitarbeitenden. Von 2008 bis 2015 war Professor Stocker Co-Vorsitzender der Arbeitsgruppe 1 des Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC. Unter dessen Federführung entstand 2013 der Klimabericht, der maßgeblich den Weg für das Pariser Klimaabkommen 2015 geebnet hat. Thomas Stocker hat für seine Arbeiten die Ehrendoktorwürde der Universität Versailles und der ETH Zürich erhalten, sowie die Hans-Oeschger-Medaille der European Geosciences Union. Er ist unter anderem Mitglied der deutschen Leopoldina sowie der amerikanischen AAAS. 2017 wurde ihm der Schweizer Wissenschaftspreis Marcel Benoît verliehen. Professor Stocker wird uns gleich faktenbasiert darlegen, welche Transformation uns bevorsteht, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen, aber auch, welche Chancen sich dabei auch für die Schweiz ergeben. Als weiteren Gast begrüße ich bei uns Herrn Christian Speicher, der Spezialist für Klimafragen im Ressort Wissenschaft und Technik bei der Neuen Zürcher Zeitung, NZZ. Er wird im Anschluss an das Referat von Professor Stocker auch die Fragerunde bestreiten. An dieser Stelle lade ich Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wiederum ein, sich via Chat-Funktion, die Sie aufklappen können, Fragen einzugeben. Sie können dies jederzeit tun. Herr Speicher wird diese Fragen dann berücksichtigen in der anschließenden Fragerunde. Und nun übergebe ich gern das Wort an Professor Stocker. Herzlichen Dank. Es freut mich ganz besonders. Guten Abend, meine Damen und Herren. Quasi als Stadt-Zürcher Bürger im Exil hier eine Einladung zu erhalten der Zürcher Volkswirtschaftlichen Gesellschaft. Ganz herzlichen Dank. Ich möchte heute über die Klimakrise sprechen. Wenn wir Klimakrise sagen, dann tönt das hoffnungslos, insbesondere auch, wenn wir tagtäglich über Klimakatastrophen in den Medien hören oder lesen. Gibt es auch eine Betrachtungsweise, die uns diese Klimakrise als Chance wahrnehmen lässt? Nun, die Klimakrise selber nicht, aber das Abwenden dieser Klimakrise, das heißt also konsequent betriebener Klimaschutz, ist nicht nur Pflicht und Bürde, sondern können wir tatsächlich als die Chance des 21. Jahrhunderts auffassen. Aber bevor ich dazu komme, möchte ich zunächst mit einigen Fakten beginnen, warum wir überhaupt von einer Klimakrise sprechen. Schauen Sie sich diese Kurven an hier. Von 1880 bis 2020 sehen wir die Entwicklung der global gemittelten Temperatur. Diese Kurve berechnen wir aus Millionen von Daten, qualitätsgesichert. Wir können mit diesen Temperaturdaten nicht weiter zurückgehen als 1880. Aber was wir feststellen, ist klar, es gibt natürliche Schwankungen im Klimasystem. Mal ist eine Jahresmitteltemperatur wieder etwas kälter als die vorangegangene, aber der Trend seit 1960 ist klar.
Er zeigt unaufhaltsam nach oben. 2020 das zweitwärmste Jahr seit 1880. Aber noch viel eindrücklicher ist die Aussage, dass die letzten 30 Jahre, 25 von diesen 30 Jahren waren die wärmsten Jahre in der 140-jährigen Temperaturgeschichte, die wir hier aufzeichnen. Das hat natürlich eine Ursache. Ich möchte Ihnen hier noch visualisieren, wie wir gegen diese Grenze von 1,5 bzw. 2 Grad Celsius steuern, an diesem Uhrzeiger quasi, der durch die Jahreszeiten hindurch wandert und Ihnen als Abstand vom Zentrum anzeigt, wie es wärmer geworden ist, unaufhaltsam, in jeder Jahreszeit, in jedem Monat ist es heute wärmer als in der Zeit vor 1950. Das sehen Sie ganz klar in dieser Darstellung. Noch einmal hier durch das 20. Jahrhundert hindurch. Wir gehen im Uhrzeigersinn vorwärts und nähern uns der Grenze der Erwärmung von 1,5 Grad Celsius relativ schnell an. Im nächsten Bild sehen Sie, dass das auch in der Schweiz zu verzeichnen ist. Unsere Daten gehen dort noch etwas weiter zurück, bis 1864. Schauen Sie sich diese Briefmarkensammlung an. Auch hier ganz deutlich in den letzten 30 Jahren, die Sie rechts auf diesem Bild sehen, sehen Sie die Schweiz rot eingefärbt, darunter einige Rekordjahre der Temperatur ganz deutlich in den dunklen Farben. 2019 war das fünfte wärmste Jahr für die Schweiz. Wir wollen aber auch etwas weiter zurückgehen, um diese Veränderungen der Temperatur, die wir mit physikalischen Messgeräten messen können, auch in einen längeren Kontext stellen können, insbesondere in den Kontext der letzten 2000 Jahre. Dazu bedienen wir uns den Methoden der Paläoklimatologie, das heißt die Rekonstruktion von Temperaturveränderungen durch Messen von Größen in Archiven, wie beispielsweise Baumringe, Eisbohrkerne, Seesedimentkerne und so weiter. Sie sehen hier die Veränderung dieser Temperatur über die letzten 2000 Jahre, eine kontinuierliche Abkühlung bis etwa ins Jahr 1830. Sie sehen, die letzten paar hundert Jahre werden als sogenannte kleine Eiszeit bezeichnet. Diese ist verursacht durch eine Abfolge von Vulkanereignissen, die hier durch diese Balken angezeichnet sind. Nach 1850 geht die Temperatur rapide hoch. Diese Erhöhung, diese Erwärmung, die kontinuierlich hier zu verzeichnen ist, hat bereits Werte erreicht um das Jahr 2000, die über den höchsten Werten stehen der letzten 2000 Jahre. Und wenn Sie das Jahr 2020 hier noch einzeichnen, dann ist auch hier evident klar, dass wir es mit einer rapiden, schnellen und ungewöhnlichen Erwärmung zu tun haben. Als Physiker beeindruckt mich aber diese Kurve, die weit weniger bekannt ist, sehr viel mehr. Es zeigt hier die Zunahme der Energie im gesamten Weltozean. Weltozean, eine riesige Masse, 70% der Erdoberfläche ist bedeckt durch den Ozean. Und hier sehen wir den Anstieg des Wärmeinhaltes des Ozeans in den obersten 700 Meter, das ist die hellblaue Fläche, und in der im Bereich zwischen 700 Metern und 2 Kilometern auch bereits messbar eine Erwärmung seit 1990. Wenn Sie dann am nächsten Morgen wieder einmal auf Ihre Kaffeetasse bzw. auf den Herd schauen und sich überlegen, eigentlich sollte dieses Wasser doch ein bisschen schneller aufgeheizt sein, dann können Sie sich vorstellen, wie viel Energie hier in diesem Weltozean steckt, um hier diese Erwärmung messbar zu machen über die letzten 30 Jahre. Nun, wenn es wärmer wird in der Atmosphäre und im Ozean, aus der Physik würden wir natürlich erwarten, dass auch der Meeresspiegel ansteigt, aus mehreren Gründen. Einerseits dehnt sich das Wasser, das wärmer wird, aus. Es benötigt mehr Platz und das führt zu einem Anstieg des Meeresspiegels. Aber wenn es wärmer wird,
dann erwarten wir auch, dass die Eiskappen schmelzen. Das werde ich Ihnen dann im nächsten Bild zeigen. Aber bevor ich das tue, möchte ich Sie hinweisen auf eine Eigenschaft in dieser Kurve, die die Wissenschaft im letzten IPCC-Bericht, im letzten Weltklimaratbericht von 2013, sich noch nicht hervorgewagt hat, die Aussage zu machen, dass sich dieser Meeresspiegel beschleunigt. Sie sehen diese Beschleunigung ganz klar durch die Krümmung der blauen und roten Kurve in den letzten 30 Jahren. Das ist inzwischen zu einem robusten Resultat aus der Wissenschaft gekommen. Ich habe es bereits erwähnt, Eismassen, die abschmelzen. Hier ein Bild aus der Mündung des Jakobshafen-Eisstroms. Das ist einer der sich am schnellst bewegenden Eisströme in Grönland, wo Grönland Masse verliert. Sie sehen das gerade hier. Die gekrümmte Kurve im oberen Drittel des Bildes ist der Übergang von der Landeismasse auf die schwimmenden Eisbrocken im Fjord. Und einer der großen Eisbrocken sehen Sie im Vordergrund, die vertikale Kante, um Ihnen hier auch noch ein Gefühl über die Größe dieser Eismassen zu geben. Die vertikale Kante vorne hat eine Ausdehnung von 50 Metern. Da fällt also sehr viel Masse an, die aus dem grönländischen Eisschild kommt. Im Jahr netto gerechnet verliert Grönland 1 Kubikkilometer Eis jeden Tag. Auch die Antarktis, obwohl sie auf viel kühleren Temperaturen liegt, verliert heute ebenfalls 0,3 Kubikkilometer Eis pro Tag. Und im Ganzen ist das Abschmelzen der Eisschilde für 1,2 Millimeter Meeresspiegelanstieg pro Jahr verantwortlich. Das ist ein ganzer Drittel des Anstieges, den ich Ihnen vorher gezeigt habe. Die anderen Beiträge kommen durch das Abschmelzen der Gletscher auf allen Kontinenten und, wie erwähnt, durch die Ausdehnung des Wassers, das sich erwärmt. Die Ursache für diese globalen und inzwischen dramatisch schnellen Veränderungen sehen Sie auf dieser Kurve. Das ist der Anstieg der CO2-Konzentration in der Atmosphäre in höchster Präzision seit 1958 gemessen. CO2 ist neben dem Wasserdampfmolekül das wichtigste Treibhausgas in der Atmosphäre. Es ist verantwortlich für den Temperaturanstieg, dadurch, dass infrarote Strahlung absorbiert und wieder abgestrahlt wird. Dieser Treibhauseffekt besteht aus einem natürlichen Treibhauseffekt, den wir benötigen für unser Leben, aber überlagert darüber ein sich verändernder, verstärkender, anthropogener oder menschgemachter Treibhauseffekt, den wir hier sehen. Nun, auch diese Daten, die wir seit 1958 gemessen haben, könnten Sie verleiten zur Frage, ja, vielleicht sind das nur 60, 70 Jahre des Anstieges und vorher war das eben ein Abstieg, eine natürliche Variation. Und da müssen wir auch hier in dieser Größe, in dieser zentralen Größe in der Diskussion über den Klimawandel und die Klimakrise zurückgehen. Was sagt uns das Klimaarchiv? Es wurde bereits erwähnt, Eisbohrkerne aus der Antarktis sind ein fantastisches Klimaarchiv, das uns erlaubt, 800.000 Jahre in die Vergangenheit zurückzuschauen und quantitativ zu bestimmen, wie groß die Treibhausgaskonzentrationen damals waren. Warum können wir das? Nun, wenn Sie eine Eisprobe durchschneiden, das sehen Sie im rechten Bild, dann ist diese Eisprobe im Wesentlichen voller Luftbläschen. Diese Luftbläschen enthalten neben Stickstoff und Sauerstoff auch kleinste Konzentrationen der Treibhausgase, CO2, Methan, Lachgas und weitere Stoffe. Die Wissenschaft hat gelernt, dieses Archiv zu lesen. Und wenn wir dieses Archiv lesen, dann haben wir hier eine ganz deutliche, klare Botschaft, nämlich erstens, es gibt natürliche Variationen in dieser Treibhausgaskonzentration von CO2. Sie sehen in dieser Kurve von links beginnend 800.000 Jahre vor heute, rechts
das Jahr Null sozusagen, vorindustriell, natürliche Schwankungen zwischen etwa 180 Einheiten und 280 bis 300 Einheiten, in denen wir CO2 messen. Wenn Sie genauer hinschauen, sehen Sie letztmals eine geringe Konzentration vor etwa 20.000 Jahren. Vor 20.000 Jahren würden wir hier auf diesem Podium unter einer Eisdecke von 400 Metern stehen. Das war nämlich die letzte Eiszeit, die dann relativ rapide zu Ende kam. Und heute sind wir in der Konzentration hier oben bei 417 Einheiten im Jahr 2021. Und Sie sehen deutlich, wir sind hier 35% höher als je zuvor in den letzten 800.000 Jahren. Nun, diese Erkenntnis, dass sich CO2 in der Atmosphäre relativ rapide verändert, die war bereits Ende der 70er Jahren in der Wissenschaft bekannt. 1990 erschien dann der erste Zustandsbericht des Intergovernmental Panel on Climate Change im Auftrag der UNO. Und in diesem Bericht wurden die damaligen Erkenntnisse über den Klimawandel, insbesondere über den menschgemachten Anteil, veröffentlicht. 1990 war das Jahr, das uns geholfen hat, uns vorzubereiten auf die Rio-Konferenz 1992. An dieser Rio-Konferenz wurde die Rahmenkonvention über den Klimawandel geboren, die dann bereits zwei Jahre später, 1994, in Kraft getreten ist. Seit 1990 hat die Wissenschaft heftig gearbeitet. Neben dem Erarbeiten von neuen Erkenntnissen haben wir uns auch ständig wieder engagiert in nachfolgenden Berichten des Intergovernmental Panel on Climate Change 1995, 2001, 2007 und der letzte 2013. Sie können sich ungefähr vorstellen, in diesem Jahr kommt dann der sechste Bericht heraus. Im August wird dieser veröffentlicht werden. Was haben wir in diesem fünften Bericht für Aussagen gemacht? Die Aussagen waren einfach und klar. Zum Beispiel, die Erwärmung des Klimasystems ist eindeutig. Der Einfluss des Menschen auf das Klima ist klar. Diese zwei Aussagen, wie auch die nächsten zwei Aussagen, die ich Ihnen noch zeigen werde, mussten von 195 Ländern im Konsens verabschiedet werden. Wenn also nur ein einziges Land hier gesagt hätte, mir gefällt dieser Satz nicht, dann wäre dieser Satz nicht im sogenannten Summary for Policymakers. Das ist also eine sehr gewichtige Zusammenfassung der wissenschaftlichen Erkenntnisse. Wichtigere Aussage hier: anhaltende Emissionen von Treibhausgasen verursachen eine weitere Erwärmung. Wir schauen schon in die Zukunft in dieser Aussage. Und die letzte Aussage, wahrscheinlich die wichtigste in diesem Begriff, nämlich in diesem Report, nämlich die Begrenzung des Klimawandels erfordert beträchtliche und dauerhafte Reduktionen der Treibhausgasemissionen. Das ist 2013, 2015 das Pariser Abkommen, das ist die wissenschaftliche Basis für das Pariser Abkommen. Ja, wie sieht denn die Zukunft aus? Auch da hat die Wissenschaft Instrumente, diese Zukunft abzuschätzen. Wir machen kein Guesswork, wir schauen uns die bestmöglichen Klimamodelle an. Klimamodelle sind nichts anderes als mathematisch-physikalische Darstellungen der Prozesse in der Atmosphäre, im Ozean und auf dem Land. Im Wesentlichen sind das viel komplexere Modelle, als wir für die Wettervorhersage haben. Und bei der Wettervorhersage, das erleben Sie tagtäglich, hat man eine recht gute Prognosefähigkeit. Was allerdings ein großer Unterschied ist in der Abschätzung des zukünftigen Klimas, ist etwas, das mit der Zukunft inhärent verknüpft ist, nämlich wir müssen in Szenarien denken. Wenn wir so weit hinausschauen, gibt es verschiedene Szenarien, also verschiedene Zukünfte, und zwei davon sehen Sie hier. Die blaue Kurve zeigt die Erhöhung der Temperatur, und zwar der gemittelten Temperatur über das 21. Jahrhundert, simuliert von etwa 25 Klimamodellen, die ein Szenario annehmen des globalen Klimaschutzes. Das rote Szenario auf der anderen Seite ist ein Szenario, das sagt, wir bleiben beim CO2-Ausstoß wie bisher. Es gelingt uns nicht, die fossilen Brennstoffe, Kohle, Öl und Gas abzulösen durch erneuerbare Energien.
sehen nur schon anhand der Temperatur als Maßstab für den Klimawandel, für die Klimaerwärmung im 21. Jahrhundert zwei völlig unterschiedliche Szenarien. Im ersten Szenario eine Temperaturerhöhung ab dem Jahr 2000 von noch einmal 1 Grad Celsius. Wir sind dann gegen Ende des 21. Jahrhunderts bei etwa 2 Grad Celsius. Beim Business as usual Szenario in Rot haben wir noch einmal eine Erwärmung von 4 Grad Celsius, also insgesamt 5 Grad Celsius. Eine völlig andere Welt, die sich uns hier zeigt und die wir auch erfragen können in diesen Klimamodellen. Ich mache jetzt einen kleinen Gedankensprung. Ich habe bisher nur über physikalische Größen gesprochen, Grad Celsius, Millimeter pro Jahr, Meeresspiegelanstieg. Wir müssen die Klimakrise als etwas Größeres, als etwas Fundamentaleres begreifen. Und zwar geht das mit dem Begriff der Ressource. Wir alle kennen den Begriff der Ressource. Er ist uns teuer. Wir wissen, was Ressource bedeutet. Wenn wir von einer Erwärmung sprechen, dann betreffen wir die Ressource Gesundheit. Ich werde Ihnen ein Beispiel zeigen. Wenn wir über Veränderungen des Niederschlags reden, dann sprechen wir über die Ressource Wasser. Wenn der Meeresspiegel anstiegt, dann ist die Ressource Land bedroht. Wir werden weniger Land zum Leben und zum Anbau von Nahrungsmitteln haben. Und schließlich die allgemeine Nutzung, Verwendung von Land, die Klimaveränderung, das alles wirkt auf die Ressource Biodiversität. Wir können also durchaus sagen, dass die Klimakrise, wenn wir sie nicht in den Griff bekommen werden, zur Ressourcenkrise wird. Heute gibt es bereits Regionen, die unter Klimawandel derart betroffen sind, dass dort lokal Ressourcen in Gefahr sind. Wie sieht das in der Schweiz aus? Haben wir eine privilegierte Situation gegenüber dem Klimawandel? Nein. Schauen Sie hier das Beispiel der Hitzetage an. Mit Klimaschutz werden wir im Mittelland gegen Ende des 21. Jahrhunderts Größenordnung 5 bis vielleicht 10 Hitzetage pro Jahr haben. Ohne Klimaschutz sieht diese Karte etwas anders aus. Intensivere Rotfarben und eine größere Verbreitung, also eine größere Region, mehr Menschen werden betroffen sein von einer viel größeren Anzahl von Hitzetagen ohne Klimaschutz. Wir sind hier bei den rötlichen Farben irgendwo zwischen 20 und 30 pro Jahr, also um Faktoren größer. Auch global können wir sagen, dass die Erwärmung das Risiko Gesundheit mit sich bringt, ein Risiko, unsere Gesundheit anzugreifen. Sie sehen hier eine Abschätzung von Physiologen über die Anzahl Tage mit einem Risiko, dass sie einen Hitzetod erleiden können, nämlich dann, wenn es zu heiß und gleichzeitig zu feucht ist. Es gibt bereits heute Regionen wie beispielsweise Indien oder Nordaustralien, wo sie ca. 50 Hitzetage haben mit einem erhöhten Risiko für den Hitzetod. Unter einem Business as usual, auch hier, die Diagnose ist eindeutig, größere Regionen, mehr Menschen sind betroffen, tiefere Rottöne, das heißt also sehr viel mehr Tage. Es gibt dort beispielsweise im indonesischen Raum Größenordnung 300 von 365 Tagen, wo das Risiko für den Hitzetod erhöht ist. Also das ist eine klare Message. Es geht um die Ressource Gesundheit beim Business as usual. Das können Sie jetzt vergleichen zum 2-Grad-Klimaziel, das im Pariser Abkommen von den Ländern vereinbart worden ist. Ich gehe noch einmal zurück. Vergleichen Sie. Sie sehen den Benefit, den wir kriegen, wenn es uns als Weltgemeinschaft gelingt, diese Temperaturerhöhung im globalen Mittel unter 2 Grad Celsius zu halten. Nicht nur die Temperatur ändert sich und greift die Ressource Gesundheit an, sondern auch der Niederschlag verändert sich. Das heißt, wir haben beim Wasser ein Risiko. Hier sehen Sie die regionale Austrocknung im europäischen Raum, wiederum für die zwei Szenarien. Es geht hier um die prozentuale Fläche, die betroffen ist von lang anhaltenden Dürren, sogenannte Zweijahresdürren. Unter globalem Klimaschutz sind wir etwas erhöht gegenüber dem, an was wir uns bereits angepasst haben. Aber in der violetten Kurve sehen Sie diesen
steilen Anstieg unter Business as usual während dem gesamten 21. Jahrhundert, wo wir von einer betroffenen Fläche von vielleicht 15 bis maximal 20% auf eine betroffene Fläche von über 60% von Europa ansteigen. Also diese Veränderungen, die wir im physikalischen Klimasystem sehen, greifen unsere Ressourcen an. Und im Umkehrschluss können wir natürlich auch die Aussage machen, Klimaschutz ist Ressourcenschutz. Und es geht jetzt darum, verschiedene Zukünfte abzuschätzen, zu wählen, aber die Frage, welche dieser Zukünfte wählen wir und wer wählt. Und die Wahl ist erfolgt am 15. Dezember 2015, nämlich bei der Verabschiedung des Pariser Abkommens. Das sehen Sie hier. Eine wichtige Aussage, die zentrale Aussage dieses Abkommens heißt, die globale Erwärmung soll deutlich unter 2 Grad Celsius gegenüber vorindustriell gehalten werden und Anstrengungen sollen erfolgen, dass es sogar unter 1,5 Grad Erwärmung zu liegen kommt. Das bedeutet aber, dass die globalen CO2-Emissionen alsbald fallen sollen und ab 2050 auf netto Null gehen. Was brauchen wir dazu? Eine komplizierte Maschine genügt nicht, aber dieses Bild soll zeigen, es ist große Arbeit vor uns. Wir brauchen eine vierte industrielle Revolution. Und das sollte eigentlich schon Assoziationen wecken. Denn wir kennen industrielle Revolutionen. Hier die Mechanisierung, ein Bild der Elektrifizierung, hier ein Bild, wie ich als Student, so hat das ungefähr ausgesehen, an der ETH Zürich anfangs der 80er Jahre, wie die Digitalisierung begonnen hat. Und in dieser Digitalisierung stecken wir alle noch voll drin. Die vierte industrielle Revolution ist nicht etwa das Internet der Dinge, das ist ein Fortschreiten und Fortschreiben dessen, was bereits passiert, sondern eine viel größere globale Herausforderung, nämlich die Dekarbonisierung. Das heißt, weggehen von den fossilen Energieträgern, Kohle, Öl, Gas, die die Klimaerhitzung und schließlich die Klimakrise verursachen, zu einer Welt, in der wir die vorhandene Energie, die uns zur Verfügung steht, auf dem Planeten Erde, viel cleverer nutzen. Also beispielsweise durch Wind, Sonne, Photovoltaik, Geothermie, Hydroenergie etc. Die Frage, die natürlich immer im Raum steht, und das soll gelingen in nur 30 Jahren, Sie haben es gehört, bis 2050. Ja, das können wir. Sehen Sie hier dieses Bild von 1900. Das war die Mobilität zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Mobilität basierte auf einer Technologie, die war fest verankert in der Gesellschaft, nämlich Pferdefuhrwagen. Man hat Side-Effects gehabt, man hat Dinge gehabt, die man lieber nicht mehr gehabt hätte. Und so hat man sich in nur 13 Jahren eine neue Technologie zugelegt, die sieht so aus. Sehr viel komplexer, aber Sie sehen, nach 13 Jahren hat dieselbe Straße in Manhattan so ausgesehen. Sie können dann selber schauen in der Präsentation, wo Sie allenfalls hier noch ein Fuhrwerk entdecken. Es befindet sich dort links unter der Straßenlampe. Das ist das Allereinzige auf diesem Bild. In nur 13 Jahren hat sich die Technologie völlig verändert. Also diese Dekarbonisierung, eine vierte industrielle Revolution. Auch das wird nicht genügen, die Klimakrise gemäß dem Pariser Abkommen in Schach zu halten und zu limitieren. Was wir auch benötigen, ist eine sogenannte Kreislaufwirtschaft. Diese Kreislaufwirtschaft, ganz verkürzt gesagt, geht vom Verbrauch von Materialien zum Gebrauch von Materialien. Und das ist eine einmalige Chance. Denn was heißt das? Wir müssen unsere Technologien verändern, innovieren. Und wir können gleichzeitig durch diese Kreislaufwirtschaft auch einige der 17 Nachhaltigkeitsziele der UNO erfüllen und erreichen. Das allein ist schon Motivation, hier einen Schritt zu machen. Ich komme zum Schluss. Eine industrielle Revolution ist eigentlich eine Botschaft der Hoffnung, eine Botschaft des Aufbruches, nämlich alle drei bisher erfolgten industriellen Revolutionen haben sich ausgezeichnet durch innovative, intelligentere Produkte, durch mehr Arbeitsplätze und neue Berufe. Alte Berufe sind selbstverständlich verschwunden und eine einmalige wirtschaftliche Chance.
Jede dieser drei Revolutionen war für sich eine einmalige wirtschaftliche Chance. Wer sie gepackt hat, hat davon profitiert. Die Dekarbonisierung ist also die wirtschaftliche Chance des 21. Jahrhunderts. Und somit können wir sagen, dass Klimaschutz nicht nur eine ökologische Notwendigkeit ist, nämlich um diese Klimakrise abzuwenden, sondern auch ein ökonomischer Imperativ. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf eine angeregte Diskussion. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Stocker, für den sehr interessanten Vortrag. Dann fangen wir mit der Fragerunde an. Ich möchte gleich einsteigen. Sie haben ja gezeigt, den Unterschied zwischen Klimaschutz und, wenn man es so laufen lässt wie bisher, wie groß der ist. Und haben das auch an einigen Beispielen gezeigt, was das für Unterschiede macht. Wenn wir uns jetzt irgendwie mal darauf konzentrieren, auf das untere Ende, also mit Klimaschutz, macht es denn auch große Unterschiede, ob wir jetzt tatsächlich bei 2 Grad landen Ende des Jahrhunderts oder ob wir bei 1,5 Grad landen? Die Frage ist, lohnen sich die zusätzlichen Anstrengungen, die wir gehen müssen, um das 1,5 Grad Ziel zu erreichen? Ja. Die Anstrengungen werden sich lohnen, das ist ganz klar. Das hat auch der Bericht, der Spezialbericht des Weltklimarats ausführlich gezeigt. Der ist 2018 publiziert worden für die Entscheidungsträger aller Länder. Aber es ist natürlich schon so. Sowohl 2 Grad wie auch 1,5 sind bereits ehrgeizige Ziele. Und ich würde sagen, dass ich mich sehr freuen würde und eine große Bürde von den Schultern von allen von uns, der ganzen Menschheit, wegfällt, falls wir es schaffen, die Temperatur unter 2 Grad zu halten. Die Zeit wird einfach extrem eng für 1,5 Grad. Aber was uns diese Lektion auch zeigt, ist, dass wir Klimaziele verfehlen können. Wir können Klimaziele verlieren. Das 1-Grad-Ziel haben wir bereits verloren. Und wer stehen bleibt und diesen Klimaschutz jetzt nicht konsequent und global durchführt, da werden wir auch das 1,5-Grad-Ziel verpassen. Und das muss mit allen Mitteln verhindert werden. Das wäre jetzt meine zweite Frage gewesen. Gibt es überhaupt noch Wege, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen? Sie haben gesagt, das 1-Grad-Ziel haben wir schon überschritten. Es gibt da unterschiedliche Aussagen in der Wissenschaft, ob es überhaupt noch erreichbar ist. Und meine Anschlussfrage wäre dann, wie sinnvoll ist es, ein Ziel in diesen Vertrag von Paris reinzuschreiben, was eigentlich fast nicht mehr erreichbar ist? Oder das müssen Sie jetzt sagen. Ist es erreichbar oder nicht? Die Szenarien, die angezeigt werden und untersucht werden in diesen Berichten, die gehen natürlich auch von einer technologischen Entwicklung aus. Also man nimmt dort beispielsweise an, dass es in den nächsten 10 bis 20 Jahren auch Technologien geben wird, mit denen man CO2 aus der Atmosphäre entfernen kann. Nun, diese Technologien gibt es tatsächlich, aber die Schlüsselfrage ist, ob diese Technologien global skalierbar sind in dieser Zeit. Und da setze ich persönlich ein Fragezeichen. Für mich ist das 1,5-Grad-Ziel extrem ehrgeizig geworden. Und in einigen Jahren, wenn die Emissionen nicht absinken, und da müssen wir leider konstatieren, dass seit Paris diese Emissionen immer noch angestiegen sind, ich spreche von den globalen Emissionen von CO2, wenn die nicht sinken, dann wird dieses Ziel das erste Ziel sein, das wir verfehlen. Aber es hat natürlich im Pariser Abkommen das 2-Grad-Ziel, das über allem steht. Das 1,5-Grad-Ziel war ein Resultat einer sehr harten Verhandlung, die auch gezeigt hat, dass es Regionen gibt in dieser Welt, die sehr stark betroffen sind vom Klimawandel. Ich spreche hier von den pazifischen Inseln, die bereits bei 1,5 Grad Celsius Erwärmung und den langfristigen Folgen davon ihre Lebensgrundlage in äußerster Bedrohung sehen. Das war der Grund auch, warum man dieses Ziel ins Pariser Abkommen eingeschrieben hat. Ich möchte kurz sagen, ich sehe die Fragen nicht, die aus dem Publikum kommen. Das iPad zeigt die nicht an. Ich weiß nicht, ob da jemand noch was tun kann. Aber ich habe weitere Fragen. Bitte. Sie haben das vorhin ja auch gezeigt, dass der Klimawandel, und das haben Sie eben auch gesagt, sehr lokal verschieden ausfallen kann.
Also es gibt Regionen, die stärker betroffen sind. Ganz stark betroffen ist wahrscheinlich die Arktis, auch die Antarktis, oder die Pazifik-Anrainerstaaten. Wie ist denn die Situation in der Schweiz? Wie stehen wir denn im globalen Vergleich da? Wir sind natürlich nicht die hehre Insel, die wir uns wünschen. Auch die Schweiz ist vom Klimawandel besonders betroffen. Das mag vielleicht überraschen, aber das Betreffnis hier in der Schweiz, das steht im Zusammenhang mit dem Wasserkreislauf. Das Wasserschloss Europas, die Schweiz also, ist besonders betroffen durch den starken und massiven Rückgang der Alpengletscher. Alpengletscher sind ein wichtiges Element für uns in der Schweiz, für den Tourismus, überhaupt im Alpenraum, für den Tourismus, aber vor allem für die Wasserwirtschaft. Die Wasserwirtschaft, die einerseits besteht aus der Nutzung der Wasserkraft, aber andererseits auch aus der Nutzung des Wassers für Trinkwasser und das Weitergeben des Wassers in die unterliegenden Anrainerstaaten. Also hier sind wir ganz besonders betroffen. Ich habe Ihnen ein weiteres Beispiel gezeigt, der Hitzewellen. Dadurch, dass wir die moderierende Aktion und Wirkung eines nahen Ozeans nicht haben, wie beispielsweise Norddeutschland, ist bei uns die Erwärmung erhöht und das bedeutet auch eine höhere Inzidenz, Auftreten von Hitzewellen, von intensiveren Hitzewellen. Wir haben das bereits in den letzten paar Jahren erfahren müssen. Hitzewellen haben aber auch zur Konsequenz, dass es Trockenheit gibt in unserem Land. Auch das eine Überraschung für viele Menschen in unserem Land, dass wir unter Trockenheit im Sommer leiden können. Das sind vor allem natürlich dann die Bauern, die dort sehr starke auch Herausforderungen gehabt haben, beispielsweise im Sommer 2018. Ich sehe jetzt, dass hier doch sehr viele Fragen schon reingekommen sind, die ich jetzt gerne an Sie weitergebe. Die eine bezieht sich auf Björn Lomborg. Die Frage lautet, die Klimaschutzpolitik ist ein Fiasko, weil sie gegen jede ökonomische Vernunft verstößt. Was sagen Sie zu dieser Aussage? Also ich habe gar nicht gewusst, dass der Herr Björn Lomborg immer noch aktiv ist, aber ich nehme diese Aussage zur Kenntnis. Sie ignoriert natürlich die umfassende Betrachtung, was denn Klimaschutz überhaupt bedeutet. Klimaschutz bedeutet nicht nur die vierte industrielle Revolution, die für sich eine Innovationschance ist, insbesondere auch für die Schweiz, also neue Produkte, neue Prozesse und so weiter, sondern sie ignoriert auch, dass wir mit Klimaschutz ganz massive Klimaschäden, die in der Zukunft auftreten werden, verhindern werden können. Das bedeutet also, wenn Sie die Rechnung unter dem Strich machen, Klimaschäden, die ansteigen und der Klimaschutz, der ebenfalls kostet, Sie müssen die Differenz nehmen und die ist absolut positiv. Das ist ganz klar. Eine zweite Frage. Behauptet, dass der Klimawandel, die Erderwärmung nicht menschengemacht ist, sondern zyklisch und dass es vor 2000 Jahren wärmer gewesen ist als heute. Ja, da verweise ich jetzt einfach auf die Folie, die ich bereits gezeigt habe. Vielleicht geht diese Person zurück im Vortrag und schaut sich das an, schaut sich insbesondere auch die wissenschaftliche Arbeit an. Und ich empfehle auch, das Summary for Policymakers zu lesen, der Arbeitsgruppe 1 von 2013. Da haben wir diese Frage ausführlich untersucht, beurteilt und sind zum Schluss gekommen, dass die letzten 50 Jahre außergewöhnlich waren auf dieser Zeitskala. Das ist nicht eine Aussage, die man einfach so salopp macht, sondern sie ist unterfüttert durch sehr viele wissenschaftliche Studien, die publiziert sind und jedermann zugänglich sind. Also diese Aussage ist natürlich eine falsche Aussage, die hier in diesem Zusammenhang gemacht wird. Dass das Klima zyklisch ändert, auch das habe ich gezeigt, aber das sind völlig andere Zeitskalen. Das sind die Zeitskalen von den Eiszeiten und Warmzeiten, die sich alle etwa 100.000 Jahre abgelöst haben in den letzten Millionen Jahren. Es gibt viele kritische Fragen, die ich gerne weitergebe. Warum man nur vom CO2 spricht oder von den Treibhausgasen, warum man nicht über die Sonne spricht?
Ja, also die Sonne ist kein Treibhausgas. Nein, die Sonne variiert natürlich selbstverständlich auch. Das hat man auch untersucht. Auch da verweise ich Sie auf die entsprechenden wissenschaftlichen Arbeiten und auch auf die Daten, die ebenfalls in diesem Summary for Policymakers von allen Ländern verabschiedet worden sind. Dort zeigen wir, dass der Einfluss der Variation der Sonne etwa 0,1 Watt pro Quadratmeter beträgt, währenddem dass der Einfluss des CO2s etwa 2,3 Watt pro Quadratmeter beträgt. Also das sind Größenordnungen, die hier unterschiedlich sind. Kommt noch dazu, dass in den letzten 50 Jahren die Strahlungsintensität, die uns erreicht von der Sonne, abgenommen hat. Auch das hat man gemessen und gleichzeitig sind die Temperaturen angestiegen. Da haben wir natürlich ein physikalisches Problem. Wir können nicht durch die Sonnenveränderung die Erwärmung erklären. Das geht physikalisch nicht. Und da war noch eine Bemerkung von anderen Treibhausgasen, selbstverständlich. Ich könnte jetzt hier auch noch über Methan sprechen. Das ist auch ein ganz wichtiges Treibhausgas. Aber es zeigt sich, dass Methan nur etwa gerade 60% der Veränderung ausmacht, der Strahlungsbilanz von CO2. CO2 ist also das wichtigste Treibhausgas. Und dazu kommt, dass Methan eine ganz kurze Lebenszeit hat in der Atmosphäre bezüglich oder relativ zu CO2. CO2 bleibt sehr lange in der Atmosphäre, hat Treibhausgas und erwärmende Wirkung über Hunderte von Jahren, während dem Methan im Wesentlichen eine Halbwertszeit hat durch natürlichen Abbau in der Atmosphäre von etwa 10 Jahren. Wenn wir also heute entscheiden, die Methanemissionen zu halbieren, dann werden wir bereits einen schönen Effekt sehen in den nächsten 10 Jahren. Mhm. Das ist nicht der Fall bei CO2. Eine weitere Frage, die auch die Rolle des CO2s ein wenig in Frage stellt, geht dahin, dass Sie vorhin ja eine Kurve gezeigt haben, dass es vor 1000 Jahren auch schon mal recht warm war und das aber bei einer sehr viel niedrigeren CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Deswegen die Frage, ist das, ist wirklich richtig, das CO2, was die Erwärmung treibt? Das ist richtig. Treibt? Da müssen wir jedoch die Skala anschauen der Temperatur. Auf der rechten Seite habe ich die in der entsprechenden Folie angezeigt. Wir sprechen hier von globalen Temperaturveränderungen in der Größenordnung über diese 2000 Jahre von vielleicht 0,2, 0,3 Grad Celsius. Wir haben bereits 1 Grad Celsius erreicht in der Erwärmung. Wir sind heute bei 1,2 Grad. Wir gehen Richtung 2 Grad im Klimaschutzszenario. Wir gehen Richtung 4 Grad oder 5 Grad sogar im Business-as-usual-Szenario. Also wir müssen hier schon die Zahlen etwas genauer anschauen. Eine andere Frage ist, welchen Einfluss das Bevölkerungswachstum auf das Klima hat. Das Bevölkerungswachstum hat einen ganz wichtigen Einfluss, aber nicht in der Vergangenheit. In der Vergangenheit war wirklich die ökonomische Entwicklung ein treibender Faktor. Es ist ja nicht so, dass in den Industriestaaten in den letzten 50 Jahren die Bevölkerung massiv zugenommen hat und trotzdem haben eben diese Emissionen zugenommen, die wir jedem einzelnen Land auch zuordnen können. Also das war in der Vergangenheit nicht der Treiber des Anstiegs von CO2. In der Zukunft wird das anders sein, aber nicht notwendigerweise. Es wird anders sein, wenn die Länder, die an der Schwelle zum sogenannten mittleren Einkommen stehen und dort ihr Einkommen erwirtschaften mit der Verwendung von fossilen Brennstoffen, dann wird das ein ganz massives Problem sein. Wenn es aber gelingt, in diesen Schwellenländern bereits heute Klimaschutz zu betreiben, indem Technologie verwendet wird, die einen Sprung macht in die erneuerbaren Energien, dann denke ich, dass das Bevölkerungswachstum nicht ein Treiber sein wird im 21. Jahrhundert. Kommt dazu, dass wenn wir wirklich die Entwicklung machen, und da verweise ich Sie auf die 17 Nachhaltigkeitsziele, also Bildung zur Verfügung stellen, stabile Institutionen zur Verfügung stellen, die Gleichheit von Mann und Frau erstellen, dann zeigt sich aus der Erfahrung, dass die Bevölkerungszuwachszahlen massive und schnell zurückgehen werden. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung. Es geht um Kippeffekte im Klima. Ja. Also
dass das Klima einen Zustand kippt, der dann nicht wieder rückgängig zu machen ist. Eine Frage ist, ob wir uns bei einer Erwärmung von 1,5 Grad noch auf der sicheren Seite befinden oder ob solche Kippeffekte auch schon bei 1,5 Grad möglich sind. Das ist eine ganz wichtige Frage, eine Frage auch, in der die Wissenschaft wirklich noch am Schwitzen und Denken und Arbeiten ist. Das kann ich Sie versichern. Kippeffekte werden sehr heiß diskutiert in der Wissenschaft und da ist man erst bei wenigen zu einem Konsens gekommen. Ein Kippeffekt befasst sich mit dem Abschmelzen von Grönland. Da denkt man, dass bei 1,5 Grad Celsius diese Schwelle noch nicht erreicht sein wird. Aber es gibt andere Kippeffekte, die vielleicht regionaler sind. Wenn Sie an die Statistik von Extremereignissen denken oder so, dann können das auch regionale Kippeffekte sein, die man zum Teil schon überschritten hat. Aber das ist eine ganz heiße Frage und ich denke, da wird sich die Wissenschaft in den nächsten paar Jahren noch stark fortentwickeln. Noch eine zweite Frage zu Kippeffekten, und zwar ganz konkret, steht Gefahr, dass der Golfstrom zusammenbricht? Auch das eine ganz tolle Frage, mit der wir uns schon seit etwa 30 Jahren beschäftigen, weil wir haben diesen Effekt in unseren Eisbohrkernen auch festgestellt und können den messen. Deswegen gibt es seit 2004 auch eine internationale Messkampagne, die genau diese Zirkulation im Atlantik untersucht und misst und hat dort gesehen, auf der einen Seite, dass diese Stärke der Zirkulation bereits abgenommen hat und dass auf der Oberfläche die Temperaturvariationen einen Fingerabdruck tragen, wenn ich das in Anführungszeichen sagen darf, die ein Hingehen zu diesem Kipppunkt eben nahelegen. Ob er dann überschritten wird und zu welcher Zeit der kommt und unter welchem Szenario er kommen könnte, das ist auch eine Frage, die noch diskutiert wird. Ich möchte jetzt noch ein bisschen auf die politischen Implikationen kommen. Das Jahr ist ja sehr entscheidend jetzt, 2021. Wir haben, einerseits haben Sie erwähnt, es kommt ein neuer IPCC-Bericht vom Weltklimarat. Wir haben die Weltklimakonferenz Ende des Jahres. Und wir hatten schon den Klimagipfel in den USA, wo jetzt sich ja doch einige Länder sehr weit aus dem Fenster gelehnt haben und Zusagen gemacht haben. Reicht das, was da jetzt angekündigt wurde, schon? Muss man da im November an der Klimakonferenz nochmal nachbessern? Zunächst einmal die gute Nachricht, die USA ist wieder an Bord. Die USA kann auch Führungs- und will auch Führungsrolle übernehmen in dieser für die Menschheit doch wichtigen Frage des Klimaschutzes für das 21. Jahrhundert. Wahrscheinlich eine der wichtigsten Fragen, das kann man sagen. Ankündigungen sind gut. Das ist wie wenn ich sage, ich möchte aufs Matterhorn steigen, aber irgendwann mal muss ich dann die Bergschuhe kaufen, irgendwann einmal muss ich den Eispickel mir anschaffen, ich muss üben, ich muss mich auf den Weg machen. Und mit dem aufs den Weg machen, da hapert es noch in vielen Ländern, das ist ein ganz wichtiger Schritt jetzt, den Ankündigungen auch Taten folgen zu lassen. Und ich denke, dort haben wir es in der Schweiz in der Hand am 13. Juni, aber alle Länder sind selbstverständlich aufgefordert, insbesondere und allen voran die Industrieländer, die natürlich geschichtlicherweise auch den bisher größten kumulativen Ausstoß gemacht haben von CO2. Wie gesagt, es ist eine Chance, denn Klimaschutz heißt, wir müssen unsere Infrastruktur umbauen, wir müssen Arbeitsplätze schaffen, das hat die neue Administration in den USA auch begriffen und explizit gesagt. Ist übrigens interessant, bereits vor 5 Jahren hat Texas, ein Staat, der ja wirklich jetzt nicht bekannt ist für Solar- und erneuerbare Energie, den höchsten Arbeitsplatzzuwachs im Energiesektor gehabt bei den grünen Technologien. Also dort wurden neue Arbeitsplätze geschaffen. Mhm. Sie haben eben das CO2-Gesetz erwähnt. Dazu gibt es auch Fragen. Und zwar Ihre persönliche Meinung zu dem Gesetz. Da kann ich sehr offen sein. Ich befasse mich ja jetzt seit über 30 Jahren mit Fragen des Klimawandels. Zunächst einmal des Vergangenen. Was
was kann es überhaupt für Klimaeffekte geben auf diesem Planeten? Welche haben wir bereits erlebt? Und da sind diese Eisbohrkerne ein fantastisches Archiv, hier zu lernen, wie fragil eigentlich auch der Planet ist. Und dann gleichzeitig auch Forschung eben in die Zukunft. Welche Szenarien, was bedeuten die eigentlich? Und ich habe dann auch das Privileg gehabt, auch in diesem Prozess dabei zu sein und an führender Stelle dort diesen Bericht zu erstellen, wo wir den Ländern die bestmögliche Wissenschaft zur Verfügung gestellt haben und die auch akzeptiert haben. Das Pariser Abkommen hat dann eigentlich gezeigt und sagt, was die Entscheidung der politischen Entscheidungsträger ist. 2 Grad Celsius deutlich unterschreiten. Das ist die Entscheidung. Und jetzt gehen wir zurück zur Wissenschaft und fragen, was braucht es, um diese erklärten Ziele, die von allen Ländern im Konsens akzeptiert sind, umzusetzen. Und da sagt die Wissenschaft ganz klar, die Emissionen müssen zurückgehen. Sie müssen in den Industrieländern bereits 2050 auf Netto Null gehen. Das zweifelt niemand mehr an. Das ist ein wissenschaftlicher Fakt. Ist übrigens ein Fakt, der auch für ein Klimaziel 3 Grad Celsius oder 4 Grad Celsius gelten würde, einfach entsprechend später. Also wir müssen, um die Klimaveränderung, die Klimakrise in den Griff zu bekommen, limitieren. Wir haben ein limitiertes Budget. Und das bedeutet, dass der Mechanismus sein muss, dass in jedem Land letztendlich diese Reduktionen erreicht werden. Und die Schweiz als ein innovatives Land, als ein reiches Land, ein Land mit vielen Köpfen, Ideen und Technologien, ist in der fantastischen Position, hier Führung zu übernehmen, wenn wir die richtigen Rahmenbedingungen haben. Und das CO2-Gesetz, über das wir abstimmen werden am 13. Juni, ist ein erster Schritt in diese Richtung, unserer Gesellschaft hier einen Rahmen zu geben, innerhalb dessen wir uns entwickeln können. Also ein Rahmen, wo wir nicht mehr Trittbettfahrer haben, wo wir nicht mehr Profiteure haben, die sagen, ach, das geht uns nicht an, sondern wo alle solidarisch in diesem Rahmen sich an dieses Gesetz halten. Ein vernünftiges Gesetz, ein sozial verträgliches Gesetz, ein Gesetz, das uns auf den Weg Richtung Paris in verträglicher Weise bringen wird. Es wird nicht genügen, das wissen wir auch schon, aber wer aufs Matterhorn will bzw. muss, ja, der muss die ersten Schritte machen. Und das ist ein vernünftiger Schritt. Vergessen wir nicht, dass dieses Gesetz im Parlament nach intensiver Arbeit und Debatte bereits akzeptiert worden ist. Hat eine Mehrheit, eine gute Mehrheit gefunden. Wir stimmen hier über ein Referendum ab. Und das ist ja das Wunderbare in der Schweiz, in unserer politischen Landschaft, dass wir quasi noch den letzten Prüfstand haben für ein Gesetz, dank dem Referendum. Und ich hoffe, dass dieser letzte Prüfstand eben dieses Gesetz auch annehmen wird und dann auch die demokratische Legitimation hat, uns auf Klimaschutz zu bringen. Was ist die Alternative? Die Alternative ist zurück auf Feld 1. Ich würde sagen, ganz ehrlicherweise eine internationale Peinlichkeit, ein Desaster für die Klimapolitik und für den Beitrag, den die Schweiz bereits versprochen hat im Rahmen der internationalen Gemeinschaft, also der anderen 194 Länder. Eine Peinlichkeit, die wir uns als Schweiz eigentlich nicht leisten dürfen. Das Gesetz wird ja eigentlich von beiden Seiten, gibt es Kritik an dem, also wenn ich jetzt mal auf die Klimajugend schaue, der geht das nicht schnell genug. Die sagt, wir müssen 2030 schon bei Netto Null sein. Und auch die EU hat ihr Ziel jetzt verschärft. Sie hat gesagt, sie möchte irgendwie bis 2030 die CO2-Emissionen sogar auf 55% reduzieren. Geht also jetzt schon weiter als das, was die Schweiz beschließen will. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen, die Schweiz ist so unbedeutend im großen internationalen Vergleich. Sollen wir unserer Wirtschaft sowas zumuten, so eine Rosskur um 0,0%? Was weiß ich, wie viel Prozent zu sparen. Ich gehe gerade auf den letzten Punkt ein. Sehen Sie, das ist eine Gemeinschaftsaufgabe, ein wichtiges Ziel zu erreichen. Wir haben in unserer Gesellschaft viele Gemeinschaftsaufgaben. Eine Gemeinschaftsaufgabe manifestiert sich dadurch, dass ich jedes Jahr dreimal
Raten zahle für meine Steuern. Ich zahle die gern, weil ich einen Service bekomme. Aber ich könnte auch sagen, ja, mein Steuerbeitrag, den ich zahle im Kanton Bern, im Vergleich zu dem, was der Kanton Bern sonst einnimmt an Steuern und Gebühren, macht nichts aus, also ich zahle nicht. Ja, das geht nicht. Wir sind hier alle im selben Boot. Das heißt, mit meinem Beitrag kann ich ein Ziel erreichen, das ich als Einzelperson nicht erreichen kann, aber wo ich weiß, dass diese Gemeinschaft dieses Ziel erreichen muss, weil die Schäden und die Katastrophen, die vor uns liegen könnten, sind so immens, dass wir uns das eigentlich nicht leisten wollen. Sie haben die Nachbarländer erwähnt. Ja, wir haben viele Nachbarländer, die im Klimaschutz bereits jetzt schon weiter sind. Die Zahlen in der Schweiz sind nicht gut. Wir sind nicht gut unterwegs. Also das, was wir hören in der Diskussion, in der zunehmend lauteren Diskussion, dass die Schweiz ein Vorbildland ist, stimmt nicht. Wir haben unsere Emissionen in den letzten 30 Jahren um 41% total erhöht. Es gibt Länder, die haben die total erniedrigt. Das bedeutet also, wir sind nicht auf Kurs im Klimaschutz. Mhm. Und da ist jetzt entgegen den vollmundigen Ankündigungen von Nachbarländern meiner Meinung nach das vorliegende CO2-Gesetz ein pragmatischer, sozialverträglicher, demokratiepolitisch ausgehandeltes Gesetzeswerk, das im Moment das Machbare umsetzen will. Und darum bin ich für dieses CO2-Gesetz, weil es vernünftig und machbar ist. Sie haben vorhin gesagt, die Dekarbonisierung und auch dass man irgendwie auf die Kreislaufwirtschaft kommt, das ist die Chance des 21. Jahrhunderts. Wie wichtig ist es, wenn man diese Chance irgendwie oder ins Positive kehren will, dass man von Anfang an dabei ist? Also kann die Schweiz es sich leisten, zu warten, was die anderen machen? Ja, Sie nehmen mir eigentlich die Antwort aus dem Mund. Die Schweiz kann sich nicht leisten, an dieser einmaligen Chance vorbeizuschauen und träge zu sein und quasi die Fälle wegschwimmen sehen. Wir haben bereits Beispiele in den letzten paar Jahren, wo Technologie abgewandert ist, weil wir nicht darauf gesetzt haben oder weil wir dort nicht proaktiv wirklich investiert haben. Das CO2-Gesetz umfasst ja auch diesen Klimafonds, und mit diesem Klimafonds, der dazu dient, einen mehrheitlichen Teil zurückzugeben, direkt der Bevölkerung. Also diejenigen Personen werden belohnt, die quasi mit einem geringeren CO2-Fußabdruck unterwegs sind pro Jahr. Und ein anderer Teil wird eben verwendet für Innovation und Technologie. Und ich glaube, das ist wirklich eine vernünftige Sache. Man kann jetzt sagen, ja, aber dann zahle ich aus meinem Portemonnaie Innovation und Technologie. Ja, das, was ich aus meinem Portemonnaie, die wenigen Franken, die ich aus meinem Portemonnaie dafür zahle, dadurch können Arbeitsplätze entstehen in genau denjenigen Technologien, die hoffentlich global skaliert werden können. Was global skaliert werden kann, das verspricht auch einen Markt, verspricht Verdienst, verspricht wirtschaftliche Profitabilität. Mhm. Und wer da natürlich daneben steht und sagt, ja, wir machen Business as usual, der wird sich eigentlich mit einer alten 150-jährigen Technologie, die zwar bisher sehr erfolgreich war, aber in den nächsten 5 Jahren leider nicht mehr akzeptabel ist, verstricken, wird investieren und diese Investitionen werden verloren gehen. Herr Stocker, vielen Dank. Ich glaube, wir kommen zum Ende. Es gäbe noch viele Fragen. Ich glaube, man könnte noch eine Stunde weiter diskutieren. Aber dann würde ich jetzt hier mal einen Schlussstrich ziehen. Vielen Dank. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ja, ganz herzlichen Dank für diese spannende Frage und Antwort. Danke auch für die bildlichen Erklärungen dazu. Und auch vielen Dank ans Publikum für die vielen Fragen. Sie waren wirklich dabei. Unsere nächsten Referate finden erst nach der Sommerpause statt. Informationen zu Veranstaltungen finden Sie wie immer auf unserer Website unter www.zhvg.ch. Und mit dem wünsche ich Ihnen jetzt einen schönen Abend und hoffentlich auf bald. Vielen Dank.